Ja, Leute, willkommen auf Freiheit durch Gold. Wie erkenne ich die Hochwasserlinie? Eigentlich ziemlich einfach. Wir haben hier einen Fluss, da buddeln wir ja schon drin. Dann haben wir hier die Kiesbank, das ist die Kiesbank und die Hochwasserlinie. Man sagt ja immer, je weiter die Kiesbank ist, desto tiefer in die Kiesbank rein ist die Hochwasserlinie. Man sieht es auch hier schön, wie sich das da lang schlingelt. Aber jetzt zeige ich euch was. Wir gehen jetzt hier entlang. Hier sieht man schön. Und dann zeige ich euch. Darauf achte ich zum Beispiel immer. Seht ihr das hier? Diese Erhöhung? Ich gehe mit euch jetzt mal hier rauf. Schaut mal her. Ich zeichne euch das im Video ein. Schaut euch mal die Form an. Hier hinten ist er rund. Und dann geht sie dort rein. Das nennt man Hochwasserdrammlin. Schaut mal her. Seht ihr das? So sieht es aus. Ich tue euch dann eine Skizze rein, dann nachher in einem Video. Daran kann man auch oder lässt sich auch sehr schön die Hochwasserlinie erkennen. Schaut her, so sieht es aus. Ein Hochwasserdrammlin. Wir haben dort tief. Hoch, übertrieben am Buckel und dann fällt das ganz flach runter. Wir haben hier, dann haben wir hier den Spitz und der marschiert so rein. Genauso dort hinten. Rüber und marschiert so rein. Das ist die Hochwasserlinie. Solche Dinger hier, die sind immer genial. Die sind immer goldgefüllt. Davor, praktisch vor dem Drammlin und hinter dem Drammlin natürlich. Ne? Ich wünsche euch viel Glück beim Ausprobieren auf meinem Kanal. Singen wir uns dann einen Daumen hoch. Muss ich das immer sagen? Nee, muss ich nicht sagen. Macht es automatisch. Jo, Leute, habe die Ehre, fährt euch, Servus.